Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Beim nächsten Mal haben wir das Gebiet der Windmühlen hier betreten. Ja, wir müssen jetzt Windmühlen bekämpfen. Das wird spaßig, das wird uns Freude bereiten und mich überhaupt nicht zur Verzweiflung treiben. Ich sehe schon ein Wandgemälde. Da sehe ich schon das erste Schiebegerät außerdem. Mutti blieb dort, um den Rabbids zu zeigen, wie sie ihre Kreativität zu ihrem Vorteil einsetzen konnten, nicht zu ihrem Nachteil. Sie waren fasziniert. Die Vorstellung, nicht zu ihrem Nachteil. Fliehen zu müssen, war ihnen nie in den Sinn gekommen. Ein intelligenter Rabbit. Ist eine Seltenheit. Da war irgendwas mit, bei Rabbids wurde der IQ getestet und das Ergebnis war negativ. Irgendwas in der Richtung. Auch wenn es ultra gemein ist, die Rabbids sind halt echt nicht wirklich intelligent. So, der muss da unten auf den Schalter. Sehe ich ja jetzt schon. So, jetzt muss ich da oben noch irgendeinen Schalter drücken. Nehme ich zumindest an. Da ist Gefahr auf der Baustelle. Auf Baustelle ist eigentlich immer Gefahr. So, wir haben hier wieder eine Hintergrundgeschichte. Ich finde es auch schön, dass es mir sonst nie aufgefallen ist, dass die oben nummeriert sind. Verliebte Mutti sich in diesen Planeten und traf eine Entscheidung. Sie investierte ihre gesamten Ersparnisse und eröffnete eine Werkstatt samt Dörrfleischverkauf mit der Unterstützung ihrer neuen erlebnishungrigen Helfer. Und die nächste Tafel. Es war nicht einfach, doch Mutti brachte den Rabbids Kompetenz in den Bereichen Maschinenbau, Robotertechnik und Dörrfleischzubereitung bei. Kompetenz bei Rabbids. Die Rabbids begannen ihr regelrecht nachzueifern. So kam sie dann auch zu ihrem Spitznamen Mutti. Ich dachte mal wegen Schaum und so weiter. Dass sie sie deswegen Mutti nennen. Ach, guck mal, man sieht von hier aus sogar in das vorherige Gebiet rein. Ich will mich nicht mit dir anlegen, ich will nur an das Teil da hinten. Weißt du, ich will einfach nur durch und die meinen mich angreifen zu müssen. Okay, gut. Der Ringstabilisator wurde entdeckt. Ich hatte einem aus Versehen gerade Menü gedrückt. So, da oben wollen wir lang, oder? Oder was willst du? Ja, bestimmt passt da noch einer hin. Da wette ich sogar mit dir, dass da noch einer hinpasst. Mutti fing hier ein neues Leben an, doch es gab ein Problem. Ohne etwas, womit sie ihr Stromnetz füttern konnten, war es nicht möglich, den Planeten wieder aufzubauen. Ach, und so kamen sie auf die Ventilatoren, ne? Die Batterie aus dem Antrieb des wilden und wahnsinnigen mechanischen Marodeurs, der den Planeten nur aus Spaß auseinandernahm. Klingt irgendwo plausibel, aber auch nicht intelligent. Oh, was haben wir denn hier für ein Rätsel vor uns? Ja, ich höre dir zu. Super Mutti, an fliegende Untertasse. Kannst du mich hören? Over. Ich weiß nicht, was das... Benutzt den Kran. Um zur Windmühle zu gelangen, müsste er den Kran da als Brücke benutzen. Mit Strom
Er vermisste er die Steuerungseinheit vom Kram wieder mit Strom versorgen. Such den Trafo. Auf der Plattform da drüben findet er einen Elektro-Trafo. Dann müsste er nur noch den Strom schließen, um die Energie einzuschalten. Und dann kann es auch schon losgehen. Over and out. Also das mit meinem Funkrufnamen. Ich... Fliegende Untertasse passt doch. Was will ich damit? Ach, ich will das drehen. Okay. Das muss ja logischerweise in beide Richtungen lenken. Okay, relativ einfach. Muss es nur richtig drehen. Und schon hatte ich Strom. Easy. Es hat geklappt und niemand hat einen Stromschlag abbekommen. Das kommt bei uns nur selten vor. Irgendwo traurig, aber wahr. Wo führt die Röhre hin? Ach, hier oben zum Laden. Ja, hab ein bisschen Geld, ne? Und wir können das Planetentor machen. Ich würde sagen, wir bevorzugen das mal ganz kurz, damit wir einen weiteren Kameraden an unserer Seite haben. Aber ich gönne mir jetzt erstmal noch hier Heilung. Und ein paar Powerblöcke sind auch nicht verkehrt. Würde aber natürlich vorher gerne erstmal die nächste Flagge einsammeln. Wo wäre die denn? Die sieht man ja mal nicht auf der Karte. Ach, hier ist nur eine, oder wie? Na gut, den Weg kann ich aber nochmal laufen. Jo, Leute, ist an der Zeit. Wir gehen jetzt durch das Tor. Ah, ist das nur so ein Beschwörungstyp? Das sehe ich doch jetzt schon. Die kann ich doch überhaupt nicht gebrauchen. Oh, auch so ein Rätsel. Okay, das muss ja auf jeden Fall da rein. Jo. Das muss so. Von Anfang an richtig. Wo ist denn jetzt hier der Weg nach unten? Eins der beiden Dinger ist definitiv nicht richtig. Ich muss gerade erstmal verfolgen, wo die Kabel überhaupt hinführen. Ich brauche hier oben das T. Und zwar doppelt. Das heißt, ich kann die beide mit runternehmen. Weil ich die hier nicht brauchen kann. Hier brauche ich wenn so ein Teil. Und da sehe ich einen T. Das kommt nach oben. So, das ist dann jetzt auch schon mal hier. Ich brauche von irgendwoher noch mal welche. Hier ist kein Geheimweg. Probier mich noch mal eine Ecke anders.
Vorübergehend erstmal hier den ganzen Strom. Damit in beiden Richtungen Strom ist. Machen hier nur, dass es in die eine Richtung geht. So, jetzt hat es hier dreifach Strom. Jetzt habe ich hier den Weg. Ich weiß nicht, ob der offen bleibt. Ich gehe einfach mal durch. Ja, hier will dieses eine Teil hin. Ich denke mal, für mehr geht man auch nicht darüber. Dass ich da den Transformator so gesehen nicht mehr brauche. Heißt, das gute Stück kann jetzt wieder nach oben. So, dann hole ich mir mal das T. Das muss jetzt wahrscheinlich da unten hin. So, dass hier der Weg nach drüben steht. Oh, und schon haben wir es geschafft. Hat jetzt nur um die 10 Minuten bei mir gedauert und vielleicht 3 bei euch. So, was beschwörst du denn? Quetschmeister. Oh, ich bin so froh, dass ihr mich gefunden habt. Hier ist es so staub. Okay. So, das Geheimgebiet hätten wir geschafft. Was kann der Typ, den wir gerade geholt haben? Wahrscheinlich so einen hüpfenden Spawn, oder? Quetschinchen, ja. Das sind die, die hochspringen und dann so eine Windschockquelle machen. Ich muss mal kurz gucken, wie viele haben wir denn? 24. 28. Wir können auf dem vorherigen Planeten jetzt auch eben kurz den Riesen fertig machen. Das machen wir, glaube ich, auch mal eben kurz. So, ich habe gerade nachgeguckt. Wir haben genügend Spark, um hier an den Riesen ranzukommen. Also machen wir eben kurz den Riesen hier weg. Der wartet nur auf seine Abreibung. Kamek der Kolossale. Der Riesen-Kamek. Du hast keine elementaren Schwächen, ne? Nee, wie immer. 36.000 Leben müssen wir runterratzen. Ich merke gerade, wir haben richtig viele Sternteile. Ich gönne mir mal den Protektor. Und weil du sonst nie irgendwie eine Verwendung finden wirst, nehmen wir dich auch mal mit. Ich kann nicht mal gucken, was ich sonst noch alles gerade so hoch boosten kann. Haben ja einiges. Kann den Sternentrank haben. Wenn die Stufe 4 sind, gebe ich den ab sofort den Sternentrank. Ja, kann halt den einen oder anderen, den wir jetzt gerade haben, auf Maximum bringen. Wird uns in Zukunft wahrscheinlich noch nützlich sein, die alle auf Stufe 5 zu haben, haben halt dann den maximalen Fähigkeiten-Boost. Und nur noch 2, die noch nicht auf Maximallevel sind. Und wir haben danach, glaube ich, sogar noch was übrig. Ja, ich kann alle auf Maximum bringen, die wir gerade haben.
So, warte mal. Ich weiß, welchen ich dir mitgebe. Ne, nicht Claudius Rex. Schleimherr gebe ich dir mit. Weil das entwaffnen könnte ganz praktisch hier sein. Alles andere kann ich gerade irgendwie überhaupt nicht gebrauchen. Neben Reanimieren habe ich Rebella übrigens mal das Selbstheilen gegeben, damit sie sich besser am Leben halten kann. Bauen dann hier oben dann direkt mal den Schleimtypen. Hat mich sogar keinen Aktionspunkt gekostet und der Große kann nicht angreifen, das ist sehr gut. So, schießt direkt auf dich. Brauche ich nur auf den Großen konzentrieren, alle anderen sind eigentlich egal. Ah, warum bewegen sich die Gumbas zuerst? Alle anderen wären besser gewesen. In den Schleimtypen könnt ihr ruhig angreifen, das juckt mich nicht. Er ist ja nur dafür da, ein paar Schläge einzustecken und die zu entwaffnen. Ah, du beschwörst Gumbas ohne Ende. Okay, die Sturmklinge ist dann auch mega gewastet. Und direkt den nächsten Angriff starten. So, Feuer frei. Jetzt wird geballert. Und dann mache ich alle lethargisch, die hier oben sind. Ja, schieß ruhig. Zack. Ich zieh mal nach hier oben um. So, alle runtergepustet. Er ist schon zur Hälfte tot, also so stark ist er nicht. Habe ich mir schlimmer vorgestellt? Der spawnt halt die ganze Zeit nur Goombas und die kann ich easy vernichten. Einzige Nachteil ist, die können meine Sicht halt auch übelst vernichten. Weil die dann weniger bringt. Die Goombas lohnt sich halt einfach null, diese sich, die sind halt mit jedem Angriff tot. Dieser Schützer, also der Protego. Ich meine, der hieß doch so, oder? Irgendwas in der Richtung. Mich interessiert es nur, den abzuschießen. Bei allen anderen ist halt wirklich komplett egal. So, wieder gut Schaden für ihn. Warum ich eigentlich nur auf der Seite hinstellen? Ich glaube, nächste Runde ist er tot. Ja, nächste Runde sollte er tot sein. Diese Gumbas, die jucken mich halt so gut wie gar nicht. Ich schieße jetzt mit Luigi und dann ist er weg. Sag ich doch, weg mit dir. Warum ich um die anderen gar nicht kümmern, der ist tot. Viel zu leicht. Wieder ein goldenes Prisma für unsere Truppe.
Auch wenn Rabbit Rosalina dabei draufgegangen ist. Oh, wie das schön an der Wand klebt. Kamek der Kolossale. Eine weitere Planetenmünze und ein weiteres Prisma. Dafür bin ich jetzt einmal ganz kurz auf diesen Planeten gekommen. Wer braucht denn überhaupt noch? Die beiden? Also nur noch die vier. Dann würde ich eine Rabbit Mario auf jeden Fall eingeben. Und ich würde sagen, Peach gebe ich das andere. Fehlt ja dann nur noch einer, ne? Von diesen Riesen. Und den finden wir dann auf den anderen Planeten. Wo ich jetzt auch wieder zurück muss erstmal. So Leute, ich bin jetzt wieder hier an der Stelle. Ich will auch gucken, was hier auf der Seite ist, bevor wir weitermachen. Weil da unten ist der Rätseltyp. Oh, hi. Ich renne mal an dir vorbei. Hier ist nur eine Info. Okay. Ist okay. Die Windmühle. Nein, ich will nicht kämpfen. Lass mich. Wenn ihr wenigstens ordentlich XP bringen würdet. Ist hier vielleicht eine Geheimbrücke? Nee, ich glaube, hier arbeiten die Brücken alle wirklich mit diesem Stromkreislaufsystem. Ah, ich sehe schon. Wir haben jetzt hier einen weiteren Weg geöffnet. Und damit kommen wir halt immer zum Kran rüber, falls wir was kaufen wollen. Kann ich da jetzt drumherum? Sowas? Nee. So. Wir können heute auf jeden Fall Erfolge verbuchen, ne? Wir können heute auf jeden Fall Erfolge verbuchen, Leute, ne? Weil wir haben das Planetentor hier geschafft und sogar noch den Riesen von der vorherigen Welt vernichtet. Ach, du willst einfach nur nicht weg, meine Verprügel. Mach ich aufs Gehen. Die Münzenherausforderung da noch machen. Erstmal kurz analysieren. Wo ist der Schalter? Ich sehe den Schalter zum Switchen nicht. Da. Jetzt sehe ich ihn. Okay. Ein hinterlistiges Rätsel. Hallo, ich hab doch gedrückt. So buggy manchmal. So, ein bisschen Cash und eine Info. Den Atlas für das Karkmaltal. Nein, ich will nicht mit dir kloppen. Ich will nicht. Geh weg. Was nennt sich Belästigung? Okay. Gleite erstmal in die Richtung.
Und der scheint nichts zu machen. Ah, hier oben muss der Ganze hin. Und ich leite mit dem anderen erstmal da unten. So, der kommt da rein, wird einmal gedreht. Und dann haben wir hier eine Brücke. Dass wir da drüben arbeiten können, um beim nächsten Mal das Rätsel machen. Mutti und die Rabbits nahmen den mechanischen Unruhestifter auseinander und nutzten seine Energie, um ihr neues Stromnetz damit zu versorgen. Sie gaben alles, um Kargmaltal in einen friedlichen Zwischenstopp für freiheitsliebende Galaxiereisende zu verwandeln. Okay. Mutti hatte die einst wilden Rebels zivilisiert, doch nun mussten sie sich wieder ins Leben stürzen, als gäbe es kein Morgen. Sie trugen alles zusammen, was sie hatten, vereinten jeden Funken unüberlegten Erfindergeists und bauten Mecha-Mutti. Oh nein. Na gut. Wir wissen, der da gehört da drüben hin. Dann ist jetzt hier offen. Und dann muss man hier mit Strom versorgen. Logischerweise ist die... der Weg da dann natürlich weg, ne? Dann kommt der da rein. Drehen ihn natürlich richtig. Und da hinten ist jetzt auch ein Weg frei geworden. Und wir können jetzt, wie gesagt, beim nächsten Mal hier das Rätsel dann angehen. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal. Für heute machen wir hier jetzt Schluss. Wir haben schon einiges erreicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.